Der Staat kann Anreize setzen, thematische Anreize setzen. Er kann innerhalb der Nationen Plattformen bilden. Er kann supranationale Kooperationen bahnen. Und ansonsten sollte er Wissenschaft auch Freiraum lassen. Freiraum, sich zu entfalten, die Kreativität in den Köpfen der Menschen auch zur Anwendung zu bringen. Insofern ist aus meiner Sicht ist ganz wichtig, dass der Staat hier konstante Rahmenbedingungen hat, wie wir sie in den letzten 15 Jahren in der Wissenschaft erlebt haben, dieses auch vorzuschreiben, den Wissenschaftlern dadurch die Grundlage zu geben, hier Innovationen gemeinsam zwischen Wissenschaft und Wirtschaft in der Zukunft zu entwickeln. Der Staat kann Innovationen natürlich nicht verordnen, aber er kann beste Bedingungen für die Menschen liefern, die an ihnen arbeiten. Und ich glaube, da ist die Rolle des Staates, diese Menschen zusammenzubringen und sie zu unterstützen. Und dafür braucht es Netzwerke eben aus Hochschulen, aus der Wirtschaft, aus auch der Zivilgesellschaft und Kommunen. Und um die wirklich zusammenzubringen und den Transfer zu verbessern, glauben wir, dass es auch eine neue Innovationsagentur braucht. Wir schlagen deswegen eine DINOVA vor, eine deutsche Innovationsagentur, die diese Vernetzungsarbeit unterstützt und dann auch finanziell dafür Projektförderung bereitstellt. Mit der Agentur für Sprunginnovation haben wir ein erstes Instrument geschaffen, mit dem wir neue radikale Innovationen heben können auf die Stufe von Anwendbarkeit vielleicht. Wir sind aber sehr der Auffassung als SPD, dass wir auch eine deutsche Transfergemeinschaft brauchen für anwendungsorientierte Forschung, damit die auf den nächsten Schritt zu anwendbaren Produkten kommen kann. Und in der jetzigen Zeit sehen wir bei Corona den Bedarf einer deutschen Therapieinitiative, wo der Staat mit finanziellen Mitteln Start-ups unterstützt, die ganz viel Medikament in der Pipeline haben, aber den nächsten Schritt zur Anwendung oder klinischen Studie brauchen. Öffentliche Innovationspolitik muss sich an den Bedürfnissen des Gemeinwesens ausrichten. Also sie muss gemeinwohlorientiert sein. Das bedeutet in diesen Tagen bei den aktuell laufenden Transformationsprozessen Fragen des Klimawandels in den Mittelpunkt zu stellen, Fragen der Digitalisierung und der künstlichen Intelligenz und eben sozioökonomische Transformation. Was bedeutet das für Beschäftigte? Welche Lebensperspektiven und Arbeitsperspektiven gibt es? Und ich mit meinem Schwerpunkt forschender Mittelstand sage, wir brauchen ein besser ausgestattetes zentrales Innovationsprogramm Mittelstand und wir brauchen auch für die AIF, also für die Arbeitsgemeinschaft Industrielle Forschungsförderung, kontinuierliche Steigerung der Mittel. Der Staat muss Rahmenbedingungen setzen, dafür ist er wichtig und er muss auch bei neuen Schlüsseltechnologien eine Anschubhilfe leisten, aber er muss auch wissen, wo er sich wieder zurückziehen muss. Wir brauchen schon die freie Marktwirtschaft, das freie Spiel der Kräfte. Wenn der Staat zu lange beispielsweise in Technologien hinein subventioniert, dann kann es auch sein, dass wir uns mittel- und langfristig in eine falsche Richtung entwickeln. Die Frau Professor Mazzucato hat ja mit dem Entrepreneurial State dann recht, wenn der Staat tatsächlich unternehmerisch aufgestellt ist. Also so eine solche Bürokratie, wie wir es heute haben, da kann man eigentlich eher sagen, Staat, lass die Finger raus aus den operativen Themen. Staat, setze den Rahmen, vielleicht definiere Strategien und Zielgrößen, die zu erreichen sind und tu sauber evaluieren. Mehr nicht.